Hi, ich bin Iris und heute gibt es meinen Lesemonat für den Juni. Und im Juni habe ich insgesamt 9 Bücher gelesen. Das waren 4105 Seiten und somit 137 Seiten pro Tag. Und ich habe einige wahnsinnig gute Bücher gelesen, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Deswegen quatschen wir gar nicht lang rum, sondern starten einfach. Und das erste Buch, das ich im Juni gelesen habe, ist Westwell Hot and Cold von Lena Kiefer. Und ja, ich musste den dritten Band einfach lesen, weil nach dem Cliffhanger vom zweiten konnte ich selbst nicht aufhören, obwohl ich den zweiten Teil gar nicht gut fand. Deswegen habe ich den dritten jetzt auch als Hörbuch gehört, damit ich mir einfach ein bisschen leichter tue, durch dieses Buch durchzukommen, weil ich beim zweiten einfach schon gefühlt Ewigkeiten gebraucht habe, um das Buch zu beenden. Deswegen dachte ich mir, ich mache das Ganze leichter und höre einfach das Hörbuch. Und den dritten Band fand ich jetzt wieder besser. Ich fand es trotzdem nicht so gut, dass die Reihe weiterhin bei mir im Bücherregal bleiben wird. Aber es war definitiv besser als der zweite. Allerdings auch sehr vorhersehbar. Und ich bin froh, dass ich die Reihe doch noch beendet habe, einfach damit ich sagen kann, ja, sie ist okay. Im Grunde genommen, ich meine, der erste war super, der zweite war eine Katastrophe, wenn wir mal ehrlich sind. Und der dritte, der war jetzt wieder okay. Aber finde ich, dass der Hype gerechtfertigt ist? Ganz ehrlich, nee. Nein, also da gibt es deutlich, deutlich bessere New Adult Bücher mit viel mehr Emotionen. Gut, vielleicht nicht mit so einem krassen Cliffhanger, das muss man auch sagen. Ich meine, der Cliffhanger vom zweiten Band ist schon, der ist schon krass. Aber ich meine, die Bücher werden ja nicht gehypt, weil der zweite Band einen krassen Cliffhanger hat, ja. Aber ich meine, die Bücher werden ja nicht wegen des Cliffhangers gehypt, deswegen, naja. Im Grunde genommen ist die Reihe ganz okay. Falls es von der Story her was ist, was sich anspricht, dann probiert es auch einfach mal aus. Aber ich habe ja noch ein Buch von der Autorin hier, das im New Adult Bereich spielt und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten, ob ich das lesen soll oder nicht. Weil es kann entweder deutlich besser werden als Westworld oder es ist halt noch schlechter. Und ich weiß nicht, ob ich mich da schon dran trauen möchte. Aber dadurch, dass ich im letzten Lesemonat ja schon genug über Westworld gesprochen habe, würde ich sagen, schließen wir das Ganze jetzt ab und machen mit dem nächsten Buch weiter. Und das war tatsächlich ein Reread und auch ein absolutes Highlight, obwohl ich es beim ersten Mal, glaube ich, nicht so bewertet habe. Und zwar Dämonentochter, verbotener Kuss von Jennifer Armentrout. Und mir war schon klar, dass ich das Buch nochmal lesen muss, damit ich die Reihe fortsetzen kann, weil ich mich ehrlich gesagt nicht mehr an allzu viel vom Inhalt erinnern konnte. Und es ist ja auch schon ein paar Jährchen her, dass ich dieses Buch gelesen habe. Deswegen habe ich es jetzt nochmal gereadet bzw. nochmal gehört. Das erste Mal hatte ich es gelesen und seit neuestem gibt es jetzt eben auch den ersten Band als Hörbuch. Deswegen dachte ich mir, ah, perfekt, super. Dann höre ich mir das Ganze nochmal an und ich habe dem Ganzen 5 Sterne gegeben. Es war so unfassbar spannend und wir haben eine tolle Liebesgeschichte mit dabei, zumindest eine, die sich anbahnt. Die Fantasy-Elemente sind top und es erinnert mich halt einfach total an die früheren Romantasy-Bücher. Ich finde manche Übersetzungen ehrlich gesagt ein bisschen komisch, vor allem die Sie- und Du-Übersetzung, die ist irgendwie ein bisschen weird. Weil ich glaube, wenn die Protagonistin mit uns als Leser spricht, dann spricht sie uns nicht mit sie an, sondern mit du. Aber abgesehen von so ein paar Kleinigkeiten war das echt einfach ein Riesenerlebnis und ich habe mich so gefreut, dass mir das Buch jetzt beim zweiten Mal lesen einfach so viel besser gefallen hat. Ich glaube, das erste Mal habe ich ihm 4 Sterne gegeben oder 3,5, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe einfach schon so lange kein gutes Jugendbuch-Romantasy-Buch gehabt, sodass es vielleicht auch deswegen jetzt mit meiner Bewertung nach oben geht. Weil zum Zeitpunkt, als ich dieses Buch damals gelesen habe, habe ich, glaube ich, unfassbar viele Romantasy-Bücher gehabt, die wirklich, wirklich super waren. Und dagegen ist das wahrscheinlich einfach ein bisschen, naja, untergegangen. Aber jetzt aktuell hat es einfach super reingepasst und ich habe mich mega gefreut. Vielleicht sollte ich euch auch mal erzählen, worum es in dem Buch eigentlich geht. In der Geschichte geht es um Alex und sie verliert zu Beginn des Buches ihre Mutter, weshalb sie zu ihrem Onkel Marcus flieht und dort bei dieser Art Schule, die ihrem Onkel gehört, dafür ausgebildet wird, um gegen die Dämonen zu kämpfen, die Wesen, die ihre Mutter auch umgebracht haben. Und dafür kriegt sie speziell einen eigenen Trainer an die Seite gestellt, und zwar Aiden. Was die beiden jedoch unterscheidet, ist, dass unsere Protagonistin ein Reinblut ist und ihr Trainer ein Reinblut. Was bedeutet, dass die beiden auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise sich näher kommen dürfen. Aber ich meine, ihr könnt euch ja denken, was da wahrscheinlich passieren wird. Was ich allerdings nicht wirklich habe kommen sehen, also gut, ich habe es schon mal gelesen, deswegen schon, aber es kam dann doch noch eine Dreiecksbeziehung mit rein. Und auch das hatte ich schon ewig nicht mehr. Einfach eine gute Dreiecksbeziehung. Und ich mag Dreiecksbeziehungen nicht einmal, aber ich mag es, wenn Jennifer Armentrout welche reinbaut. Und im Großen und Ganzen war dieses Buch halt einfach mega spannend und fantastisch. Und die Liebesgeschichte war echt toll, beziehungsweise ist toll. Und mir hat es einfach Spaß gemacht, dieses Buch zu hören. Und ich wollte einfach auch nicht aufhören und wollte die ganze Zeit im Hörbuch weiterhören. Also habe ich mir irgendwelche dummen Sachen gesucht, die ich in der Wohnung machen kann, damit ich nebenbei Hörbuch hören kann. Deswegen hat dieses Buch auch wohlverdiente 5 Sterne von mir bekommen und ich habe auch direkt weitergelesen, allerdings kommen wir da noch später zu. Zuerst geht's nämlich weiter mit Sandcastle Ruins, The Boys of Sunset High von Vivian Summer. Und in diesem Buch geht es um Kit und Connor.
Und Kit wächst in eher ärmeren Verhältnissen auf, freundet sich allerdings mit Connor an. Jedoch passiert dann was, weshalb sich ihre Wege trennen und später treffen sie wieder aufeinander. Und obwohl die zwei sich absolut nicht leiden können, stehen die beiden vor einem Dilemma, denn Kit braucht seine Hilfe und Connor ihre. Und zwar braucht Connor eine Fake-Freundin, um das Familienunternehmen übernehmen zu können. Und wie es daran weitergeht, dürft ihr gerne selber lesen. Ich habe das Ganze in der Leserunde gelesen und ich muss sagen, es hat sich teilweise streckenweise ein bisschen gezogen. Aber für den ersten Band von der Reihe war es doch ganz okay und ich freue mich definitiv auf die Fortsetzung. Ich habe dem Ganzen jetzt 3,5 Sterne gegeben, weil es einfach, also es hatte Sachen, die wirklich nervig waren, aber es hatte auch wieder gute Sachen. Eine Sache, die ich nicht gecheckt habe, die aber keiner aus unserer Leserunde gecheckt hat, sind die Piranhas. Was hat diese Frau mit den Piranhas? Also ja, ich habe verstanden, dass es ein Stilelement sein soll von der Autorin, aber jedes Mal kann man nicht einmal schreiben, dass mein Herzklopfen hat und nicht jedes Mal meine Piranhas machen sich wieder bemerkbar. Also irgendwie war das ein sehr komisches Synonym. Und dafür, dass das Ganze ja doch irgendwie auch ein Erotikbuch ist, hätte es von mir aus auch gerne schon ein bisschen früher ein paar erotische Szenen haben können. Einfach damit das Ganze ein bisschen spannender bleibt. Aber nichtsdestotrotz fand ich, war das eine gute Geschichte und es hat mir definitiv gefallen. Aber hier gibt es auch auf alle Fälle noch Potenzial nach oben und ja, ich bin gespannt, wie die Folgebände sein werden und hoffe einfach darauf, dass die noch ein Ticken besser sind. Dann habe ich nochmal ein Hörbuch gehört und zwar wieder mit meinem Freund The Atlas Six, Wissen ist tödlich von Olivia Blake. Und dem Buch habe ich 2,5 Sterne gegeben. Es war okay. In der Geschichte geht es um 6 verschiedene junge Leute, die alle magische Fähigkeiten haben und auserwählt wurden, in der Bibliothek von Alexandria zu lernen und zu studieren. Was diese Leute allerdings nicht wissen, ist, dass nicht alle von ihnen lebend wieder rauskommen. Und die Geschichte war ganz nett. Ich bin froh, dass wir es als Hörbuch gehört haben, weil ich bin mir sicher, wenn ich es gelesen hätte, dann hätte ich es relativ früh abgebrochen. Denn es braucht schon einige Zeit, bis alle Charaktere erstmal vorgestellt sind. Und wenn ich ehrlich bin, dadurch, dass dieses Buch ja hauptsächlich auf den verschiedenen Charakteren basiert, hätten die meiner Meinung nach durchaus spannender sein können. Ich hatte zum einen das Problem, dass ich mich in diesem Buch eigentlich mit keinem identifizieren konnte. Und andererseits waren mir die Charaktere jetzt aber auch nicht spannend genug, dass ich unbedingt wissen muss, wie es mit den anderen weitergeht. Und wenn das Ganze als Serie irgendwann verfilmt wird, dann wird es, glaube ich, schon was sein, was ich mir sehr gerne anschaue, aber nichts, was ich gerne lesen oder hören möchte. Dafür ist es mir einfach ein bisschen zu langatmig und zu wenig passiert. Was ich super schade finde, weil dieses Buch ist einfach so toll aufgemacht. Wir haben hier immer mal wieder Bilder von den Protagonisten drin, die halt wirklich einfach unfassbar gut aussehen. Aber ein schönes Buch reicht halt leider auch nicht für eine gute Geschichte. Und ich meine, sie war jetzt auch nicht grottenschlecht oder so, aber mir hat leider auch die Liebesgeschichte gefehlt oder irgendeine spannende Storyline, die sich in dem Buch noch entwickelt. Aber beides war leider nicht in dem Buch vorhanden. Zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem ich das normalerweise gerne in Büchern habe. Deswegen, wie gesagt, als Serie kann man das, glaube ich, wirklich ganz cool machen. Aber ich habe für mich entschieden, dass ich diese Reihe nicht weiter verfolgen werde, weil sie dafür für mich einfach nicht genug Potenzial geboten hat. Und ja, das Ganze ist wahrscheinlich eher was für die Leute, die nicht so auf Liebesgeschichten in Fantasy-Büchern stehen. Da könnte ich mir vorstellen, dass die das Buch wahrscheinlich unfassbar gut finden, aber ich brauche irgendwie schon ein bisschen, eine kleine, ein bisschen Liebesgeschichte, einen Hauch Liebesgeschichte. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr als nur ein Hauch. Und deswegen werde ich die Reihe einfach nicht weiterverfolgen. Aber sie ist jetzt auch nicht grottenschlecht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit sagen will. Und dann habe ich den 2. Band von Dämonentochter gelesen. Und zwar diesmal wirklich gelesen, weil den gibt es noch nicht als Hörbuch. Verlockende Angst. Und den 2. Band fand ich auch wieder unfassbar gut. Auch dieser hat 5 Sterne von mir bekommen. Und die Dreiecksbeziehung zieht sich ein bisschen in die Länge, was ich jetzt nicht schlimm finde. Aber ich bin mir sicher, es gibt einige Leute da draußen, die wirklich absolut gar keinen Bock auf Dreiecksbeziehungen haben. Deswegen, für euch ist die Geschichte wahrscheinlich nichts, aber ich find's toll. Und ja, was soll ich sagen? Es ist spannend, es ist romantisch, es ist einfach ein absoluter Page-Turner für mich gewesen und ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen. Ich bin richtig happy, dass ich die Reihe jetzt nochmal für mich entdeckt habe und bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich habe ja damals nur den 1. Band gelesen und den 2. danach gar nicht erst in die Hand genommen, weil ich vom 1. damals so enttäuscht war, was ich jetzt absolut nicht nachvollziehen kann. Und ich bin happy, dass ich den 1. einfach jetzt nochmal gehört habe, weil ich mich aktuell richtig, richtig wohl in dieser Geschichte fühle und ich würde am liebsten die ganze Zeit nur noch in diesen Büchern weiterlesen. Aber ich will die Welt irgendwie auch nicht hinter mich lassen, wisst ihr, wie ich meine? Also einerseits möchte ich die Reihe unbedingt beenden, aber andererseits will ich auch einfach noch, dass die Charaktere und die Welt noch ein bisschen länger an meiner Seite bleiben. Aber nichtsdestotrotz ist das auch wieder ein 5-Sterne-Buch und ein absolutes Highlight für mich gewesen. Und auch das nächste Buch hat mir unfassbar gut gefallen und zwar High Hopes, Whitestone Hospital von Ava Reed.
Und in der Geschichte geht es um Laura und sie hat zu Beginn ein paar, naja, wie soll man sagen, Vorkommnisse, die jetzt nicht wirklich schwer zu erraten waren. Also es war eigentlich schon vom ersten Kapitel an klar, was da passieren wird. Aber aufgrund dieser Vorfälle zieht sie um und fängt beim Whitestone Hospital an. Und natürlich verguckt sich Laura in ihren Chef. Ich meine, wie soll es anders sein? Aber ich muss sagen, ich fand die Story einfach unfassbar toll. Also mir hat so viel Spaß gemacht. Es war einfach so schön, in diesem Buch zu lesen. Und es hat mir ein bisschen Grey's Anatomy-Vibes gegeben. Aber jetzt nicht so sehr, dass ich das Gefühl hätte, sie hätte irgendwas kopiert. Aber es war schön, eine ähnliche Atmosphäre zu haben, ohne dass die Geschichte halt einfach nochmal wiedergegeben wird. Also die von Grey's Anatomy. Wir haben hier schon eine eigenständige Geschichte, aber der Flair ist definitiv derselbe und das habe ich sehr zu schätzen gewusst. Ich habe den ganzen 4 Sterne gegeben, aber weil ich mir auch da vorstellen kann, dass da einfach noch ein bisschen mehr Emotionen mit in die Bücher können. Aber nichtsdestotrotz fand ich den ersten unfassbar gut für einen reinen Auftakt. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass einer meiner Lieblingscharaktere leider nicht seine eigene Geschichte bekommt. Alle, die den ersten Band gelesen haben, können sich wahrscheinlich vorstellen, wen ich meine. Und ich kann euch die Geschichte wirklich nur empfehlen, falls ihr Bücher in die Richtung Grey's Anatomy sucht und haben wollt, weil wir haben hier eine Liebesgeschichte, es ist witzig, aber es ist auch spannend, wir haben interessante Fälle und es ist einfach eine rundum gelungene Liebesgeschichte innerhalb eines Krankenhauses und ja, mir hat das Buch einfach super gut gefallen. Ich fand auch den Schreibstil sehr angenehm und ich freue mich einfach auf die weiteren Bände. Danach habe ich auch eine Reihe beendet und zwar Cinder. Sie ist ein von J.S. Wonder. Und ich fand ja den ersten und den zweiten Band so unfassbar gut und muss sagen, dass der dritte Band leider diesmal echt geschwächelt hat. Also von allen drei Bänden fand ich den leider am schlechtesten. Es geht nach wie vor um Smoke und Cinder und ich meine, falls ihr meine Videos schon ein bisschen länger schaut, dann wisst ihr auch, worum es in der Geschichte geht. Aber für die Leute, die jetzt neu dazu gekommen sind, nochmal ganz kurz. In der Reihe geht es um Cinder und sie ist auf einer Art Roadtrip mit einer Freundin von ihr, um das Erbe ihrer Großmutter zu finden. Doch auf dem Weg dorthin überschlagen sich die Ereignisse und irgendwann wacht Cinder angekettet in The Smokes Bett auf. Und wie es dazu gekommen ist und was noch alles passiert, dürft ihr gerne selbst lesen. Ich fand die ersten 2 Bände wirklich unfassbar gut, aber ich muss sagen, der dritte, der hat jetzt einfach, der hatte weder den Charme noch den Witz noch die Dynamik zwischen unseren Protagonisten, die ich in den ersten 2 Bänden hatte. So ein Dark Romance Mattbuch ist halt irgendwie auch schwer, wenn die Protagonisten sich die meiste Zeit eigentlich gar nicht im selben Raum befinden. Vielleicht hat mir das Buch auch deswegen nicht so gut gefallen. Aber es war jetzt auch keine absolute Katastrophe. Ich fand es insgesamt eigentlich ganz gut, aber halt deutlich schwächer als die ersten beiden Bände. Danach geht's weiter mit einem Buch, das ich auch schon Ewigkeiten auf meinem Sub habe, und zwar Soulmates, Flüstern des Lichts von Bianca Iosivoni. Und in der Geschichte geht es um Rain, die ein ganz gewöhnliches Leben hat. Sie arbeitet in einer Buchhandlung, passt hin und wieder auf ihre kleine Schwester auf und wohnt glücklich mit dieser bei ihrer Adoptivmutter, bis sie eines Tages in einer Seitenstraße angegriffen wird. Doch wie ihr es euch wahrscheinlich vorstellen könnt, kommen 2 attraktive junge Typen mit ins Spiel, die sie natürlich retten. Und wie es ab da dann weitergeht, dürft ihr gerne selber lesen. Und ich habe auch dieses Buch einfach verschlungen und fand den Anfang unfassbar gut. Die Geschichte wird so schnell und spannend erzählt, dass ich eigentlich gar keine Zeit hatte, um das Buch aus der Hand zu legen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Allerdings fand ich, dass das Worldbuilding zum Ende hin ein bisschen geschwächelt hat, weshalb die Geschichte dann auch nur 3,5 Sterne bekommen hat. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass es hier eine gelungene Romantasy-Geschichte ist, die mir wirklich sehr gut gefallen hat. Der Schreibstil war angenehm und die Charaktere, die waren jetzt nicht so überdreht oder irgendwie nervig oder sonst was, was mich gestört hätte, weil ich meine, ich hatte ja schon mal ein Buch von der Autorin gelesen, das mir nicht so gefallen hat, aber dieses hier fand ich echt wirklich interessant und schön zu lesen. Ich habe mich gerne mit in die Geschichte reinziehen lassen und kann sie euch wirklich nur empfehlen, falls ihr auf so Romantasy-Jugendbücher steht. Ich meine, das Buch ist nicht so gut wie die Bücher von Jennifer Armentrout, aber ich glaube, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz ein gelungener Start für diese Reihe. Und zu guter Letzt habe ich noch Vor uns die Dämmerung von Bea Celeste gelesen. In der Geschichte geht es um Emery und sie leidet an einer Krankheit, die im Fall ihrer Zwillingsschwester auch zum Tode geführt hat, weshalb ihre Mutter nicht gut damit klarkommt, dass ihre andere Tochter jetzt auch krank wird und es ihr immer schlechter geht, weshalb unsere Protagonistin dann doch zu ihrem Vater zieht. Und dieser hat neben einer neuen Frau auch einen neuen Sohn, nämlich einen Stiefsohn, mit dem sich Emery nicht wirklich versteht. Aber je mehr Zeit sie miteinander verbringen, desto mehr merken sie, dass doch vielleicht einfach ein bisschen mehr hinter den Oberflächlichkeiten steckt. Und wie es dann mit den beiden weitergeht, könnt ihr gerne selber lesen. Ich fand die Geschichte gut. Ich hatte ein paar Probleme mit dem Buch. Zum einen, dass ich unsere Protagonistin nicht wirklich sympathisch finde. Also schon sympathisch, aber die war einfach irgendwie langweilig. Das ist schwer. Ich weiß nicht, was für ein Problem ich mit ihr hatte, aber irgendeins hatte ich. Ich glaube, sie war mir streckenweise in ihren Gedanken einfach ein bisschen zu depressiv, weshalb dieses Buch auch etwas langatmig war. Und andererseits hat es die Autorin leider auch nicht hundertprozentig geschafft, mich
emotional mitzunehmen. Und ich meine, ihr kennt mich, ich liebe Bücher, bei denen es um Krankheiten und Tod geht. Aber auch hundertprozentig berührt hat mich diese Geschichte nicht. Und ich kann es auch wirklich nicht dingfest machen. Also ich weiß nicht, was genau mich an dem Buch wirklich gestört hat. Vielleicht war es der Spannungsbogen der Geschichte, weil der einfach nicht so klar verlaufen ist. Oder es lag halt einfach an den Charakteren, was ich eher glaube. Die fand ich stellenweise wahnsinnig toll, aber an anderen Stellen dann halt auch wieder irgendwie, naja, nervig oder langweilig. Und ich finde es halt einfach angenehm, wenn die Charaktere in solchen schlimmen Situationen vielleicht auch mal einen Witz darüber reißen können, wie scheiße es ihnen eigentlich geht. Ähnlich wie beispielsweise bei dem Buch von John Green mit Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Und bei dem Buch hatte ich jetzt eher das Gefühl, die Autorin will uns einfach ein so bedrückendes Buch wie nur möglich aufs Auge drücken. Was ja auch vollkommen okay ist. Ich meine, es geht ja auch um eine Krankheit, um eine chronische, schwere Krankheit, die nicht wirklich ernst genommen wird, weil die äußeren Symptome halt nicht immer sichtbar sind. Was ich auch verstehen kann und dadurch, dass die Autorin selber eben auch damit struggelt, war es ihr, glaube ich, einfach ein wichtiges Anliegen zu zeigen, wie schlecht es einer Person geht, auch wenn man es äußerlich jetzt vielleicht nicht sehen sollte. Nichtsdestotrotz war mir das halt einfach ein bisschen too much. Also too much in dem Sinne, dass ich, wenn ich sowieso schon in der Gedankenwelt der Protagonistin bin, ja auch weiß, wie scheiße ihr es geht. Und ich habe das Gefühl gehabt, wie gesagt, dass die Autorin halt einfach nochmal eins draufdrücken musste und so, so schlecht geht's mir, so schlecht geht's mir. Was ja auch verständlich ist. Ich meine, es geht um eine krasse Krankheit, aber es war doch einfach, ja, es war einfach ein bisschen zu viel. Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie folgen. Und dafür, dass die Protagonistin ja so bedacht auf ihre Symptome und ihre Leiden war, fand ich es dann doch wahnsinnig blauäugig, wie sie beispielsweise mit ein paar Symptomen umgegangen ist, von denen selbst ich weiß, dass man bei denen vielleicht ins Krankenhaus gehen sollte oder zum nächsten Arzt, um das genauer untersuchen zu lassen. Vor allem, wenn sie denselben Weg ja mehr oder weniger mit ihrer Zwillingsschwester ja selber schon mitgegangen ist. Ich meine, sie wüsste ja eigentlich, worauf sie achten muss. Und um nochmal kurz eine Spoilerwarnung reinzubringen, also ich spoilere jetzt kurz das Ende. Die Protagonistin stirbt am Ende, aber ich konnte in der Situation nicht wirklich viel Mitleid für sie aufbringen, weil sie selber schuld dran ist. Sie hat halt einfach, so wie viele wahrscheinlich irgendwelche Red Flags von irgendwelchen Typen missachten, ihre eigenen Symptome missachtet. Wenn man Blut im Urin findet und ich meine, ihre Schwester ist an Nierenversagen gestorben, dann wäre das doch das erste Zeichen, wo man sagt, oh okay, vielleicht sollte ich mal zum Arzt gehen und das durchchecken lassen. Aber sie lässt das Ganze so schweifen, was ich nicht wirklich verstehen kann, weil sie hat ja die Unterstützung von allen anderen um sich herum, die in dieserlei Hinsicht ja auch noch sagen, hey, wann war denn dein letzter Arzttermin? Vielleicht solltest du mal wieder zum Arzt. Das ist vielleicht mal wieder nötig so. Und im Endeffekt ist sie halt selber an Nierenversagen gestorben, weil diese Symptome halt einfach so spät erkannt worden sind und sie mehr oder weniger schon im Endstadium war. Also sie hatte Organversagen aufgrund dessen. Ja, ich fand das halt einfach sehr blauäugig von ihr. Sie hat die Symptome, sie hat sie ja auch erkannt und sie wusste ja auch, was mehr oder weniger auf sie zukommt. Aber sie hat sie halt einfach missachtet und versucht, sich abzulenken mit dem Typen. Und deswegen bin ich so ein bisschen im Zwiespalt, weil einerseits war die Geschichte wirklich gut und ich mochte, dass es um Tod und Krankheit geht. Und ich fand auch die Geschichte zwischen unseren Protagonisten ganz süß. Aber es gab halt eben auch massive Dinge, die mich gestört haben. Deswegen hat dieses Buch auch nur 3 Sterne von mir bekommen. Nichtsdestotrotz ist es ein gutes Buch. Und ich fand die Hälfte schön erzählt, aber die andere Hälfte war halt dann, naja, nicht so schön. Trotzdem finde ich, dass das definitiv ein Buch ist, das man lesen kann, wenn man eben auf so traurige Geschichten steht. Ich bin zwar auch der Meinung, dass es definitiv bessere gibt, aber es ist auf alle Fälle das erste, das ich über diese Erkrankung gelesen habe. Und das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert mich, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und falls ihr eins der Bücher schon gelesen habt, dann lasst mir auch gerne eure Meinung in den Kommentaren da oder erzählt mir von den Sachen, die ihr so in letzter Zeit gelesen habt. Und ansonsten würde ich sagen, das war's von diesem Video. Mein Fuß ist eingeschlafen. Cheat, 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 cheat.